So schnell geht's. Gestern Abend habt ihr mich gesehen, heute Vormittag seht ihr mich auch schon wieder, diesmal aber mit einem etwas längeren Video, nämlich mit einem Wissen-to-go-Video. Ihr habt es ja am Titel schon erkannt, es geht um ein großes Thema, nämlich die fünf größten Lügen der Geschichte. Das klingt erstmal so, als hätte ich jede Lüge der Welt gehört. Das ist natürlich nicht so, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das Ganze ist Bestandteil der 5-to-go-Reihe, die habe ich vor einer Weile ja mal gestartet. Vielleicht kennt ihr ja auch die anderen Videos. Zum Beispiel habe ich euch schon was über fünf Jahreszahlen to go erzählt oder über fünf wichtige Frauen to go, fünf historische Frauen to go. Was hat das für einen Hintergrund? Das hat einfach den Hintergrund, dass das Videos sind, die jetzt nicht nur für Schüler sind oder für Studenten, Leute, die sich mit Geschichte zwangsläufig auseinandersetzen müssen, sondern auch für Leute, die sagen, ich möchte mal unbedingt auf einer Party angeben oder aber meinen Kumpels zeigen, was ich doch alles weiß. Und deswegen bietet sich eigentlich dieses Video ganz gut an. Ihr müsst euch nur so ein bisschen was merken und das demnächst erzählen und alle denken, wow, ist derjenige gebildet. Bevor es losgeht mit diesem Video, beziehungsweise ist ja schon losgegangen, aber mit dem eigentlichen Inhalt des Videos, noch zwei Hinweise. Das erste, es geht tatsächlich hier jetzt nur um richtige Lügen. Also wenn jetzt jemand mal was Falsches gesagt hat, weil er es nicht besser wusste, zum Beispiel wie damals, als die Eisenbahn neu aufgekommen ist und Leute gesagt haben, man wird krank, wenn man Eisenbahn fährt, was natürlich nicht gestimmt hat, aber die Leute hatten keine Ahnung. Das würde ich jetzt nicht als Lüge bezeichnen, tatsächlich bewusste Falschaussage. Das ist in dem Fall die Lüge. Und das Zweite, was ich euch noch sagen möchte, ist ein Hinweis. Und zwar ein Hinweis auf eine sehr, sehr gute Internetseite. Auf die Internetseite von Geschichte Kompakt. Das ist besonders was für alle, die demnächst Abi schreiben. Das sind zwei junge Leute, die genau das gleiche Ziel haben wie ich, nämlich euch ein kleines bisschen schlauer zu machen und vorzubereiten auf Klausuren. Die haben so eine Seite zusammengestellt, ganz kompakt, die wichtigsten Themen des Abiturs. Zusammengefasst in ganz, ganz übersichtlicher Art und Weise. Empfehle ich euch sehr. Habe ich euch auch nochmal in der Infobox verlinkt. Ist kostenlos, gibt keine Werbung. Einfach eine gute Sache. Geschichte kompakt. Schaut mal rein. In der Infobox gibt es den Link. So, und jetzt gibt es das Video. Die Lüge Nummer 1 lautet: Das hat uns der Kaiser Konstantin geschenkt. Das ist eine Lüge, die besonders brisant ist. Denn diese Lüge kommt von der Kirche, genauer gesagt vom Papst. Von Papst Stefan dem Zweiten. Stefan der Zweite war Papst von 752 bis 757 nach Christus und Papst Stefan der Zweite hatte ein ganz, ganz großes Problem. Sein Kirchenstaat war in Gefahr. Von überall her haben andere Völker den Kirchenstaat bedroht, wollten einfallen, wollten das Land erobern und Stefan der Zweite sah sich dem Problem gegenübergestellt, dass er bald gar keinen Staat mehr hatte. Was hat Stefan der Zweite gemacht? Er hat sich mit seinen Leuten zusammengesetzt und sie haben sich was ganz, ganz Cleveres überlegt. Eine eigentlich lustige Sache. Sie haben jemanden damit beauftragt, ein Dokument zu erstellen. Ein Dokument, das angeblich im Jahr 313 nach Christus entstanden sein soll. Und in diesem Dokument soll der damalige Kaiser Konstantin, dem damaligen Papst Silvester, aus Dank dafür, dass er von Lepra befreit wurde, der Krankheit Lepra, ein ganzes Stück Land geschenkt haben. Und zwar Rom, Italien und die komplette Westhälfte des Römischen Reiches. Also eine Riesenfläche. Und der Kaiser Konstantin soll den Papst auch noch zum Oberhaupt aller Christen gemacht haben mit diesem Dokument. Dieses Dokument hat Stefan der Zweite seinen Gegnern vorgehalten, hat gesagt, schaut mal hier, Konstantin hat mir dieses Land vermacht, ich habe ein Recht darauf, er hat es mir geschenkt. Und die Gegner haben verwunderlicherweise gesagt, okay, wenn das so da drin steht, dann glauben wir das und du darfst dein Land haben. Und so hat Stefan der Zweite einfach mal einen riesigen Kirchenstaat geschaffen auf einer Lüge auf diesem Dokument aus dem Jahr 313, der angeblichen konstantinischen Schenkung. Davon spricht man auch heute noch und alle haben es geglaubt. Das Interessante ist, erst ungefähr 700 Jahre später ist das Ganze aufgeflogen als Schwindel. Und noch interessanter ist, dass erst 400 Jahre nochmal später die Kirche auch zugegeben hat, dass das Ganze eine Lüge war. Auch bei der zweiten Lüge spielt die Kirche eine nicht unwichtige Rolle. In diesem Fall ist die Kirche aber das Opfer. Die Kirche war im Mittelalter ja die entscheidende Instanz. Das, was die Kirche gesagt hat, das war Gesetz. Wer sich dagegen aufgelehnt hat, der hat ja, mit seinem Leben gespielt. Vor allem im Bereich der Wissenschaft war es so, dass das, was die Kirche gesagt hat, das galt einfach, egal ob es jetzt gestimmt hat oder nicht. Auf jeden Fall gab es ein ganz, ganz zentrales Streitthema. Und das sah so aus. Die Kirche hat gesagt, Gott hat die Erde geschaffen. Klar, deswegen ist die Erde auch der Mittelpunkt allen Seins. Das heißt, die Sonne und alle anderen Planeten kreisen um die Erde. Das ist natürlich nicht so, das wissen wir heute und das wussten damals auch schon Wissenschaftler. Die haben gesagt, nee, völliger Bullshit, die Sonne kreist nicht um die Erde, sondern andersrum, die Erde kreist um die Sonne.
Dann gab es da einen Wissenschaftler namens Nikolaus Kopernikus. Ein sehr, sehr gebildeter Mensch, ein Sterngucker, der viel, viel Ahnung hatte und der ein wegweisendes Buch geschrieben hat. Und in diesem Buch hat er sich so ein kleines bisschen an der Kirche gerecht. Er hat nämlich seine Erkenntnisse dargelegt und hat im Vorwort aber geschrieben: Übrigens ist die Erde eine Kugel und keine Scheibe, wie es lange Zeit immer behauptet wurde, unter anderem von verschiedenen Forschern. Und dann hat er gerade einen bestimmten Forscher genannt, der der Kirche vor langer Zeit sehr nahe stand. Und damit konnte man dann quasi sagen, die Kirche und dieser Forscher und viele andere dachten, die Erde ist keine Kugel, sondern eine Scheibe. Tatsache ist aber, dass die Kirche das nie angezweifelt hat im Mittelalter. Im Mittelalter hat die Kirche sich um diese Sonnen-Erde-Problematik Gedanken gemacht, aber nicht darüber, ob die Erde eine Scheibe ist oder eine Kugel. Die Kirche hat gesagt, natürlich ist die Erde eine Kugel. Und durch dieses Buch von Kopernikus, durch diese Lüge quasi, ist das Bild aufgekommen, stimmt aber gar nicht. Die Lüge ist ein Selbstläufer geworden und wie gesagt, bis heute hat sie sich gehalten. Die Kirche in diesem Fall also ausnahmsweise ein Opfer. Sie hat eigentlich nie behauptet, dass die Erde eine Scheibe ist. Lüge Nummer 3 kommt aus der Gegenwart, zumindest aus der jüngeren Geschichte stammt sie. Und die Lüge Nummer 3 ist der Satz: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Sorry, ich kann leider nicht den Dialekt, den Walter Ulbricht gesprochen hat, aber vielleicht kann der ein oder andere von euch das besser nachmachen. Walter Ulbricht war Staatschef der DDR vor ungefähr 50 Jahren. Und Walter Ulbricht hat diesen Satz aus einem ganz bestimmten Grund gesagt. Da müssen wir jetzt ein kleines bisschen zurückspulen. Und zwar war es so, dass es in der DDR schon seit ihrem Bestehen große Unzufriedenheit bei den Bürgern gab. Die Bürger haben schnell gemerkt, ja, hier in der DDR läuft es nicht so gut, wir können viele Sachen nicht kaufen, es ist ein sehr, sehr strenges Regime, wir werden überwacht und so weiter und so fort. Und das hat dazu geführt, dass viele Bürger in den 50er Jahren abgehauen sind. Die sind einfach über die Grenze, sind in die Bundesrepublik und sind dann dort geblieben, kamen nicht mehr zurück. Das ist natürlich blöd für ein Land, wenn alle Leute abhauen und am Schluss niemand mehr da ist. Und deswegen hat sich Walter Ulbricht, der Staatschef der DDR, gedacht, naja, da könnte man doch was machen. Wie wäre es denn, wenn wir eine Mauer errichten oder eine ganz, ganz harte Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland? 1953 wollte er diese Mauer bauen. Allerdings hat damals die Sowjetunion, die mehr oder weniger in der DDR das Sagen hatte, gemeint, nein, das lässt du mal schön. Walter Ulbricht musste also klein beigeben, hat dann aber wieder eine neue Chance gewittert, 1961. Mittlerweile sind Tausende von ehemaligen DDR-Bürgern in der Bundesrepublik gewesen und die Sowjetunion hat eingesehen, okay, da gibt es tatsächlich ein Problem, da müssen wir was machen. Und hat gesagt, okay, Walter Ulbricht, du darfst deine Mauer bauen. Diese Gerüchte zu dem Mauerbau haben sich dann sehr schnell rumgesprochen und Walter Ulbricht wurde direkt darauf angesprochen. Er wurde gefragt, ja, wie sieht's aus mit der Mauer? Und er hat gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nur um genau das dann doch zu tun. In der Nacht zum 13. August 1961 haben 15.000 DDR-Grenzsoldaten in Berlin eine provisorische Mauer errichtet, die dann nach und nach zu einer richtigen Festung geworden ist. In Berlin gab es dann diese Mauer und in allen anderen Gebieten gab es eine sehr, sehr stark bewachte Grenze. Wer darüber wollte, unerlaubt, der wurde erschossen. Weit mehr als 100 Leute sind bis zum Mauerfall 1989 umgekommen, weil sie in den Westen rüber wollten. Und ja, Ursprung war eben dieser Beschluss, die Mauer zu bauen. Heute gibt es die Mauer ja nicht mehr. Zum Glück, heute gibt es auch keine zwei deutschen Staaten mehr. Aber diese Lüge damals, die hat sich natürlich auch bei den DDR-Bürgern eingebrannt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nur kurz darauf wird eine gebaut. Also da macht man sich schon mal Gedanken darüber, ob das wirklich so stimmt, was der Staatschef noch so von sich gibt. Lüge Nummer 4 ist eine ganz schön pikante Lüge. Lüge Nummer 4 auf Deutsch übersetzt: Ich hatte keine sexuelle Beziehung mit dieser Frau. Ihr wisst wahrscheinlich, von wem dieser Satz kommt. Dieser Satz kommt von Bill Clinton und deswegen ist es so pikant. Bill Clinton ist nämlich ein ehemaliger Präsident der USA. Wir fangen ganz von vorne an. 1994, Bill Clinton war damals schon Präsident, gab es eine Anzeige gegen Bill Clinton, und zwar von einer ehemaligen Mitarbeiterin im Weißen Haus. Paula Jones heißt diese Frau, und die hat gesagt, Bill Clinton hat mich sexuell belästigt. Es gab ein Gerichtsverfahren, Bill Clinton musste dort dann auch aussagen. 1998, es hat also ein bisschen gedauert, bis Bill Clinton dann auch vor Gericht geladen wurde. Auf jeden Fall hat er relativ glaubhaft versichern können, dass es da keine sexuellen Belästigungen gab. Aber er wurde auch auf eine andere Sache angesprochen, und zwar auf seine Beziehungen zu einer ehemaligen Praktikantin. Monica Lewinsky heißt diese ehemalige Praktikantin. Und Bill Clinton hat gesagt,
Nein, mit dieser Frau hatte ich keine sexuelle Beziehung. I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Das Problem war, er hatte eigentlich eine sexuelle Beziehung mit dieser Frau gehabt, sogar eine ziemlich umfangreiche sexuelle Beziehung. Das Ganze hat Bill Clinton dann ein halbes Jahr später einräumen müssen. Es sind nämlich immer mehr Dinge ans Tageslicht gekommen und irgendwann hatte Bill Clinton keine andere Wahl mehr. Er hat gesagt, okay, ich habe damals gelogen, ich hatte doch eine sexuelle Beziehung mit dieser Frau. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. Das war gleich aus zwei Gründen ein Skandal. Erstens, Bill Clinton war verheiratet, hatte auch Kind und deswegen natürlich im prüden Amerika ganz, ganz schlimm. Hillary Clinton übrigens, die Frau von Bill Clinton, ist jetzt gerade Außenministerin der USA. Und die zweite Sache war, Bill Clinton hat vor Gericht gelogen. Er hat die Unwahrheit gesagt, unter Eid auch noch. Und eine Falschaussage eines US-Präsidenten vor Gericht, das ist natürlich, das geht eigentlich gar nicht. Deswegen hat das US-Repräsentantenhaus auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton eingeleitet und hat gesagt, dieser Mann muss weg. Allerdings ist das Ganze gescheitert. Im Jahr 2000 gab es keine Mehrheit im Senat für die Amtsenthebung von Bill Clinton und er durfte Präsident bleiben. Das Interessante ist, dass Bill Clinton heute ein sehr, sehr geschätzter Mann ist. Trotz dieser üblen Geschichte damals sagen viele Amerikaner, hey, es war gut, dass er seine Lüge eingeräumt hat und außerdem ist er ja auch ein guter Politiker gewesen. Das führt auch dazu, dass Bill Clinton jetzt gerade Wahlkampf macht für Barack Obama und überall, wo er hinkommt, jubeln ihm die Leute zu und sagen, was für ein guter Mann, Bill Clinton, definitiv ein toller Politiker gewesen. Also, trotz dieser Lüge, Bill Clinton heute geachtet und was lernen wir daraus? Manchmal kann man lügen und trotzdem finden einen alle gut. An dieser Stelle hier könnte ich euch ganz viele Lügen erzählen, zum Beispiel die Lüge der USA, dass es Massenvernichtungswaffen im Irak gibt und dass man den Irak deswegen angreifen muss. Wie sich später herausgestellt hat, gab es damals ja gar keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Aber ich habe mir was ganz anderes rausgesucht und zwar eine Lüge, die auch aus den USA kommt und sich auf den 11. September bezieht. Am 11. September 2001, das wisst ihr ja, da sind zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York geflogen und eins noch ins Kapitol in Washington. Schlimme Sache, die USA auf dem eigenen Boden angegriffen, Terroranschlag und so weiter und so fort. Wenn ihr damals Fernsehen geguckt habt, dann habt ihr vielleicht auch noch die Bilder im Kopf, dass man dort immer wieder gesehen hat, wie Palästinenser jubeln. The sign for victory being displayed in East Jerusalem today among jubilant Palestinians that the United States had been subject to this attack. What are we to make of that, Jennifer? Are we to, Yasser Arafat may issue this condemnation. Look at this. We're seeing people applauding, clapping, smiling, happy to know that thousands of Americans have died in this sneak attack and there you see a V for victory sign held up to the camera. Heute weiß man, diese Bilder sind eine Lüge, die sind ein Fake. Die jubelnden Palästinenser wurden bestochen. Sogenannte Journalisten, in Wirklichkeit finde ich, hat das überhaupt nichts mit Journalismus zu tun, von der Nachrichtenagentur Reuters sollen damals zu einigen Palästinenser gegangen sein und gesagt haben, hey, wir geben euch Kuchen und dafür jubelt ihr einfach mal in die Kamera. Die haben das gemacht, die Palästinenser, sie wussten zum Teil gar nicht, worum es geht, haben halt einfach mal gejubelt, haben den Kuchen bekommen und für sie war das dann auch im wahrsten Sinne des Wortes schon gegessen. Aber die ganze Welt dachte darauf hin, dass viele Leute in der arabischen Welt es gut finden, was da am 11. September passiert ist. Niemand hat hinterfragt, woher kommen die Bilder, was sieht man darauf, was ist der wahre Hintergrund dieser ganzen Sache. Und das Ganze hat sich dann zu einer schnellen Lüge entwickelt. Und das mit fatalen Folgen, weil natürlich die meisten Leute Moslems sind in diesen Ländern, gab es auch einen großen Islamhass und so weiter und so fort. Ihr wisst das ja alles. Und bis heute ist es gar nicht überall bekannt, dass diese Bilder nicht die Wahrheit sagen. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, an dem man mal so sieht, was die Medien eigentlich manipulativ machen können. Die zeigen einem was und man nimmt es einfach so hin und sagt, okay, das ist die Wahrheit. Manchmal muss man eben Dinge auch hinterfragen. Freut mich, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Sorry für die vielen Schnitte. Ich bin gerade auch ein bisschen krank und deswegen auch etwas matschig im Kopf. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr mir noch ein paar historische Lügen in die Kommentare schreibt. Vielleicht fällt euch ja was ein, was ich jetzt hier noch nicht hatte. Ich bin sehr gespannt drauf. Und eine letzte Lüge habe ich noch. Und zwar die Lüge von John F. Kennedy, auch ein US-Präsident, der in Berlin sich hingestellt hat vor das Brandenburger Tor und gesagt hat, ich bin ein Berliner. Das war natürlich gelogen. Ho, ho, ho. Ja, Riesengag zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute Abend wieder in den News to Go. Bis dann. Ciao.